Lucky Luke in Linz. Das Next Comic Festival hat begonnen. Österreichs einziges Comic Festival zählt in Europa zu den drei größten Veranstaltungen der Szene. Und so sind auch internationale Stars zur Eröffnung nach Linz gereist, wie etwa der legendäre Lucky Luke Zeichner Ashti. Jener Held, der schneller schießt als sein Schatten, begeistert jährlich Millionen von Lesern. Dass Lucky Luke auch heute noch den Bösewichten das Handwerk legt, verdankt er diesem Herrn. Denn der Franzose Hervé Darmeton, alias Ashti, ist vor 8 Jahren in die Fußstapfen des legendären Lucky Luke-Schöpfers Morris getreten. Wäre ich 15 Jahre später geboren, hätte ich wahrscheinlich Figuren wie Superman oder Spider-Man zeichnen wollen. Aber damals war Lucky Luke mein Idol und der Prototyp eines wahren Helden in Frankreich. Eine Figur, die mich bis heute fasziniert. Beim Festival Next Comic wird klar, was früher häufig als Schund abgetan wurde, hat längst Einzug in unsere Alltagskultur gehalten. Der Comic-Nachwuchs erobert heute die Kunsthäuser in Form von Literatur, Design oder Animation. Denn Next Comic heißt auch Next Generation. Wir haben doch immer auf unseren Urlaubsreisen, wenn wir erreichen wollten, dass die Kinder mal 2 Stunden im Auto ruhig sind, haben ihnen doch Comics zu lesen gegeben. Es ist kein Wunder, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen und jetzt kommen die talentierten Zeichner mit dieser Sprache an die Öffentlichkeit. Ich erwarte einen wirklich kräftigen Muskel aus dieser Richtung, der heißt Comic aus der Generation, die jetzt um die 30 ist. Comic Goes Kunst heißt es an 20 Schauplätzen. Bei diesem Festival wird Linz eine Woche zum Mekka für Comic-Fans und ist damit Trendsetter in Österreich. Jetzt zu einem Thema der ganz anderen Art. Wonder Woman im knappen Kostüm oder Catwoman im Leder. Frauen im Comic waren bisher mehr optischer Aufputz als tatkräftige Heldinnen. Dass das heute anders ist, sieht man auch beim Next Comic Festival, das zurzeit in Linz stattfindet. Comic-Heldin sein hat auch Nachteile. Denn statt Power zeigten Frauen im Comic bisher vor allem Haut. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen das Genre. Beim Comic For Fantastics beispielsweise haben Frauen die Hosen an und Bösewichte werden bekehrt statt vernichtet. Unser Anliegen ist, dass die Frauenrollen einfach die dominanteren Rollen werden und dass die Heldinnen auch wirklich Heldinnen sind und nicht immer im Schatten der Superhelden stehen. Heute gewinnen Zeichnerinnen internationale Comic-Wettbewerbe, sind vielfach in den Hochschulen mit Schwerpunkt Comic-Kunst vertreten und dominieren sogar das Genre Graphic Novel. Das sind sogenannte Bildromane mit komplexer Handlung. Frauen bringen neue Themen ein, eine psychologische Ebene. Es geht um Beziehungen, Biografien, um Alltagsprobleme, die den männlichen Zeichnern bisher zu minder waren. So-called small for men. Auch die Optik ist im modernen Comic anspruchsvoller. Statt knallbunt und skizzenhaft tritt künstlerische Bildsprache immer mehr in den Vordergrund. Frauenpower im Comic, das und mehr gibt's am Next Comic Festival in Linz noch bis Samstag zu sehen. Ausstellungen, Vorträge und Workshops zeigen den Einfluss der Comic-Kunst auf unseren Alltag. Mit dabei Stars wie Karikaturist Gerhard Haderer oder der Lucky-Luke-Zeichner Ashti und viele neue Heldinnen.